Gerade komme ich aus Frankfurt am Main. Dort habe ich das Z40755, der Imperial Dropship versus Rebel Scout Speeder im Lego Store ergattert. Das absolute Highlight, die exklusive pinkfarbene Droidenfigur Cutie Katie. Hallo liebe Minifigurenfreunde und herzlich willkommen. Heute tauchen wir tief in die faszinierende Welt der sieben neuen exklusiven Lego Star Wars Minifiguren ein, die anlässlich des 25-jährigen Lego Star Wars Jubiläums in verschiedenen Sets erschienen sind. Es wird spannend, denn wir schauen uns nicht nur die Cutie Katie an, sondern auch die anderen sechs Figuren, die das Herz eines jeden Sammlers höher schlagen lassen. Also los geht's. Seit 25 Jahren entführt uns Lego nun in die unendlichen Weiten der Star Wars Galaxis und hat dabei einige der ikonischsten Charaktere als Minifiguren verewigt. Viele von ihnen sind heute heiß begehrte Sammlerstücke. Cutie Katie ist bisher die letzte Figur der insgesamt sieben exklusiven Sammelfiguren. Der Astromech-Droide ist ein echtes Unikat. Mit ihrer pinken Farbe hebt sie sich deutlich von den anderen Droiden im Star Wars Universum ab. Bekannt aus The Clone Wars war Cutie Katie Teil eines Droidenteams, das Jedi-Meisterin Ayla Secura auf gefährlichen Missionen unterstützte. Ihr liebenswertes Äußeres täuscht, sie ist ebenso mutig wie jeder andere Astromech-Droide. Du findest sie exklusiv im Set 40755, das ab sofort im Lego Store erhältlich ist. Schauen wir uns nun die weiteren exklusiven Minifiguren an, die Lego dieses Jahr veröffentlicht hat. Jede Figur erzählt ihre eigene Geschichte und steht für eine besondere Epoche im Star Wars Universum. Bekannt aus dem Spiel Star Wars Knights of the Old Republic ist Darth Malak eine der düstersten Figuren des Star Wars Universums. Der ehemalige Schüler von Darth Revan kommt mit einer detaillierten Figur daher. Sie zeigt ihn in seiner charakteristischen Rüstung und mit dem ikonischen Metallkiefer. Und ich bin froh, dass der Sith Lord auch sein Cape dazu bekommen hat. Der Kopf ist unter dem Kieferteil auch noch weiter mit seinem bedrohlichen Gesichtsausdruck bedruckt. Und auch auf der Rückseite ist mit einem Aufdruck ein weiteres Detail zu sehen. Schon eine tolle Figur, wobei ich das Kieferteil etwas zu ausladend finde. Diese exklusive Minifigur findest du im Set 75379. Als nächstes haben wir den ARC Trooper 5, den Helden der 501. Legion. Für viele Fans verkörpert er den Inbegriff eines tapferen Klonkriegers. Seine markante blau-weiße Rüstung und der ikonische Helm machen ihn unverwechselbar. Der Torso erinnert an den von Captain Rex, jedoch mit zusätzlicher farbiger Brustpanzerung, das sieht wirklich beeindruckend aus. Unter dem Helm finden wir einen besonderen Kopf mit einem kleinen, aber wichtigen Detail, der Tätowierung an der rechten Schläfe. Ein weiteres Highlight ist das neue Schulterpoltron, auf das Lego-Fans lange gewartet haben. Leider wurde der Karma, der ursprünglich als Umhang dient, nur durch einen Druck angedeutet und das auch nur vorne, nicht an den Seiten. Das macht die Figur zwar nicht schlechter, aber hätte sie auch sicherlich noch weiter aufgewertet. Die Arme sind schön bedruckt und auf der Rückseite trägt Fives einen Rucksack, was das Gesamtbild abrundet. Fives ist exklusiv im Set 75387 enthalten und ein unverzichtbarer Teil jeder Clone Wars Sammlung. Jetzt kommen wir zu einer lange ersehnten Figur, Saw Gerrera, der kompromisslose Rebellenführer aus The Clone Wars und Rogue One. Lego hat ihn in seiner kampferprobten Erscheinung verewigt. Die Figur trägt eine schwere grüne Rüstung, die ursprünglich mit dem Dark Trooper eingeführt wurde. Diese Rüstung kam bisher bei Wrecker aus The Bad Batch sowie bei beiden Paz Whistler Figuren aus The Mandalorian zum Einsatz und auch in anderen Lego-Themen. Allerdings wären wir uns wohl alle einig, dass ein spezieller Mold für seinen Cyborg-Bein, den es ja sogar schon gibt, der Figur noch mehr Authentizität verliehen hätte. Der Druck allein lässt das nicht wirklich gut erkennen, aber lassen wir das mal so stehen. Beim Kopf haben wir zwei verschiedene Gesichtsausdrücke, die sich aber nicht stark unterscheiden. Ein echtes Highlight ist jedoch das Cape. Die Form ist toll und es ist sogar mehrfarbig. Das hebt das gesamte Design der Figur nochmal auf ein neues Level. Als kleines Zubehör gibt es noch seinen Stab. Saw Gerrera findet ihr in dem Set 75383, das bei Lego als selten geführt wird. Zur Überraschung haben wir dann noch die mutige Prinzessin in jungen Jahren bekommen. Die junge Leia aus der Serie Obi-Wan Kenobi zeigt eine frühe Version der entschlossenen Prinzessin. Lego hat ihren jugendlichen, aber mutigen Ausdruck perfekt eingefangen und dennoch ist die Figur ziemlich unspektakulär. Ein Plus ist, dass sie ihren kleinen Droiden Lola an der Seite hat. Was das Set 75392 angeht, in dem sie exklusiv zu bekommen ist, bin ich persönlich hin und her gerissen. Die baubaren Droiden sind jetzt für den älteren Star Wars Fan wohl eher nicht der Kaufgrund, zumal es ziemlich teuer ist. Auf der anderen Seite hatten wir hier mit den Kids schon viel Spaß beim Bauen und Umbauen der Droiden.
Also Spielspaß ist vorhanden. Cal Kestis wiederum, der Jedi aus Jedi Fallen Order, hat sich schnell zu einer Fan-Lieblingsfigur entwickelt, obwohl die Figur noch einiges an Potenzial gehabt hätte. Sie ist sowohl auf dem Torso als auch auf den Beinen schön bedruckt. Wie auch der Torso ist auch der Kopf auf der Rückseite bedruckt. Lego hat ihn lediglich mit seinem Lichtschwert ausgestattet. Es fehlt Minimum ein Cape und sein Droide BD-1 hätte auch noch drin sein können. Der bleibt aber exklusiv bei der baubaren Version. Cal ist exklusiv im Set 75394 erhältlich. Nier Numb, der Solustaner und Co-Pilot des Millennium Falcon, spielt eine entscheidende Rolle in der Schlacht von Endor. Seine Minifigur besticht durch ein markantes, detailliertes Gesicht, auch wenn die Figur schon in 2023 zum 40-jährigen Jubiläum von Return of the Jedi hätte kommen können, ist die Figur absolut klasse. Der neue Kopfmold ist sehr gut gelungen. Nier Numb ist exklusiv im Set 75396 erhältlich. Das waren nun alle exklusiven LEGO Star Wars Minifiguren zum 25-jährigen Jubiläum. Jede Figur erzählt eine eigene Geschichte aus einer weit, weit entfernten Galaxie. Bisher gibt es auch kein Anzeichen dafür, dass es zum Ende des Jahres nochmal weitere Jubiläumsfiguren gibt. Aber wer weiß, wir lassen uns gerne überraschen. Welche dieser exklusiven Figuren ist dein Favorit? Sammelt ihr auch alle Figuren? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Für weitere Videos schaut gerne hier weiter. Das war's für heute. Möge die Macht mit euch sein.